Werbung. Abenteuer und Adrenalin. Zeit für AA. Das gefährliche Magazin für alle Unentschlossenen, die bereits vor einem Berg Wäsche zittern. Heute zu Gast der Extrembergsteiger Reinhold Messner. Herr Messner, Sie waren ohne Sauerstoff auf dem Mount Everest, haben als erster alle 8000er bestiegen und zu Fuß die Antarktis durchquert. Wir sind gespannt. Wohin führt Sie die nächste Expedition? Welches Abenteuer dürfen wir erwarten? Ich werde Hof Sonnenweide besuchen. Der sagenumwobene Hof Sonnenweide. Damit hat wohl niemand gerechnet. Warum ausgerechnet Hof Sonnenweide? Da war ich noch nicht. Ich habe jeden Fleck dieses Planeten erkundet, aber ich war noch nie im Paradies. Das klingt nach einer fantastischen Expedition. Wissen Sie schon, welche Route Sie nehmen werden? Ich werde die Südroute nehmen, von Wien kommend Richtung Eisenstadt über den berüchtigten Seegraber Sattel, bis ich am Ende der zivilisierten Welt in Weppersdorf angekommen bin. Denn mein Credo lautet, wer nichts riskiert, kann nicht einmal scheitern. Ein weiser Spruch, aber auch ein gewagter Weg. Der Weg entsteht im Gehen. Reinhold Messner, nicht nur ein Extrembergsteiger, sondern auch ein lebender Spruchkalender. Herr Messner, Sie haben den größten Gefahren ins Auge geblickt. Aber wie bereiten Sie sich auf die Begegnung mit Elvira der Gans vor? Die Kunst des Abenteurers ist es, das Unmögliche zu wagen und dabei am Leben zu bleiben. Sie werden die Kunst des Abenteurers gut gebrauchen können, wenn Elvira vor Ihnen steht. Falls Sie am Leben bleiben, welches Ziel haben Sie sich für die Expedition gesetzt? Ich werde den Yeti finden und eine Patenschaft abschließen. Aber Herr Messner, auf Hof Sonnenweide gibt's doch keine Yetis. Ich bleibe dabei. Ich suche und finde den Yeti. Denn die Berge, die es zu versetzen gilt, sind in unserem Bewusstsein. Dann viel Glück und Erfolg, Herr Messner. Danke fürs Gespräch. Wenn auch du eine Patenschaft für einen Yeti übernehmen willst, dann findest du alle Infos auf www.hof-sonnenweide.at und abonniere diesen Podcast für mehr Folgen von Abenteuer und Adrenalin. Zeit für AA. Das gefährliche Magazin für alle Unentschlossenen, die bereits vor einem Berg Wäsche zittern. Werbung Ende.